Guten Abend wieder mal zu meiner Carte Blanche im Frankfurter Filmmuseum. Heute Abend zeige ich Ihnen einen japanischen Film aus dem Jahr 1959, Ohio. Der Regisseur Yasujiro Ozu ist mein erklärter Held und Meister. Und alle seine 50 Filme bilden für mich eine Art Heiligtum des Kinos, das verlorene Paradies des Erzählens in Bildern. Wie soll ich da einen einzigen auswählen? Und wenn, dann wäre es ja doch wieder die Reise nach Tokio geworden oder Abschied in der Dämmerung oder Spätherbst oder wie sie alle heißen. Wenn Sie die nicht kennen, kennen Sie einige Kleinode oder Sternstunden des Kinos nicht. In meiner Erinnerung sind alle Filme von Ozu ohnehin wie eine einzige große Erzählung. Ein einziger Fluss eines einzigen Themas der japanischen Familie und den Veränderungen, die diese Gesellschaft und auch dieses Land durchgemacht haben, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade die Verwestlichung oder Amerikanisierung Japans hat Ozu geradezu seismografisch verfolgt und man sieht sie von Film zu Film voranschreiten. Also habe ich mir gedacht, zeige ich Ihnen die Ausnahme von der Regel. Einen Film, der in vieler Hinsicht aus Ozus Werk herausfällt, weil er nämlich einfach völlig unernst ist. Anders kann ich das einfach nicht nennen. Eine Komödie ist es dabei auch nicht so richtig. Eigentlich ist es eher so eine Art außergewöhnlicher Kinderfilm für Erwachsene. Um Kinder geht es nämlich vor allem um kindliche Logik und um Streiche und Unsinn. Schon in einer der ersten Szenen nehmen die Kinder ein Mittel, man weiß nicht so richtig, was es ist. Ja, sie hören jetzt richtig, um nämlich besser furzen zu können oder um sich gegenseitig im Wettfurzen zu übertreffen. Manchmal hat man den Eindruck, es geht in dem Film eigentlich um gar nichts außer Unfug und kindlichen Unsinn und einfach nur um Alltagsleben, um Klatsch und Tratsch und Smalltalk, bis man merkt, dass dahinter doch ein gesellschaftlicher Konflikt verborgen liegt, nämlich der Einbruch des Fernsehens in die japanische Gesellschaft. Der Vater meint, dass Fernsehen Volksverdummung sei, das habe ich in meiner Jugend auch gehört, und irgendwie völlig abwegig. Die Jungs wollen endlich nicht mehr nur bei den Nachbarn Fernsehen gucken, sondern zu Hause. Der Vater sagt, ihr redet eh nur dummes Zeug. Die Jungs antworten, Erwachsene reden auch nicht viel besser daher, es sind auch nur Plattitüden und Phrasen. Ohio hier, Ohio da, da hat der Film seinen Titel. Ohio heißt nämlich schlicht und einfach guten Tag. Der Vater sagt, jetzt haltet endlich den Mund. Und da halten dann die Jungs den Mund. Sie gehen in einen Sprechstreik und wollen den Mund erst wieder aufmachen, wenn es zu Hause einen Fernseher gibt. Das ist schon der ganze Plot des Films. Also es geht in Ohio ausnahmsweise um fast gar nichts. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ozu und sein regelmäßiger Drehbuchautor Noda Kogo beim Schreiben des Buches jede Menge Spaß gehabt haben, vor allem aber jede Menge Sake getrunken haben müssen. Die beiden haben nämlich ihre gemeinsamen Drehbücher nach der Anzahl von Sake-Flaschen gemessen, die sie beim Schreiben geleert haben. Ich habe das Gefühl, bei Ohio müssen sie ihren Rekord gebrochen haben. Jetzt also ein Film über Vorstadtleben. In einem Land, das sich nach dem Schock zweier Atombomben selbst neu erfinden musste. Und dass das hier, und dass das hier auch tut, dank zweier frecher Jungs, die in bester Tradition von Max und Moritz und Wilhelm Busch nichts als Unfug im Sinn haben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.